gab letzte Woche trotz einer Gewinnveröffentlichung, dass man im Jahr 2020 bis zu 45% mehr Gewinn gemacht hat, die Ankündigung an 3000 Beschäftigte, dass ihr Arbeitsplatz nicht mehr sicher ist und sie in 3 Wochen Bescheid bekommen. Es gab in den letzten Jahren immer wieder stückchenweise auch Jobabbau im Pharma-Standort bei den unterschiedlichen Unternehmen. Aber das Leben und auch die Menschen, die davon betroffen sind, sind natürlich sehr viel mehr als nur die Angestellten dort. Herr Zacho, wie werden Sie sich für die Kolleginnen vor Ort einsetzen? Also ich will zunächst, deswegen habe ich eben so heftig aufgedeutet, ich bin schon schwer schockiert, liebe Frau Bastian, dass Sie sagen, man sollte jetzt im Grunde der Wirtschaft noch heftiger in die Tasche greifen, das seien ja keine armen, sensiblen Wesen. Das ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach einer Krise, die wir Dimensionen hatten, wie wir sie seit 30, 40 Jahren nicht hatten, bei der Frage, droht uns eine Insolvenzwelle, bei der Frage, bedroht uns noch viel schwerwiegendere Verwerfungen der Wirtschaft mit den Folgen für die Arbeitsplätze. Da ist es schon fatal, wenn man dann sagt, naja, die Wirtschaft, die verkraftet es ja. Das ist eben nicht der Fall und da bin ich auch ein bisschen überrascht, dass sozusagen von Rot und Grün da kein Widerspruch an der Stelle kommt. Wir müssen im Moment mit allen Kräften dafür sorgen, dass die Wirtschaft gut aus der Krise kommt und das gilt im Übrigen auch für die Pharmaindustrie. Man mag auf den ersten Blick ja denken, bei den Erfolgsmeldungen auch rund um das Thema Impfstoff, bei den Erfolgsmeldungen rund um das Thema Gesundheit, die Pharmaindustrie sei sozusagen ohne Blessuren aus der Krise gekommen. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt eine ganze Reihe von Handlungsfeldern, wo auch die Unternehmen zum Beispiel am Behring-Standort heftig gelitten haben unter der Pandemie. Und an der Stelle müssen wir auch da alle Kräfte aufwenden, dass diese Arbeitsplätze gehalten werden. Und das geht, glaube ich, nur, wenn wir uns als Region sehr stark auch darum bemühen, wenn wir auch deutlich das Signal geben, wir brauchen diese Pharmaindustrie hier in unserer Region, sie ist gut für unsere Region. Und da hat es mich zugegebenermaßen, ich will ja jetzt gar nicht auf den Linken rumhacken, da hat es mich zugegebenermaßen erschreckt, dass sich Ihre Bundesspitze vor wenigen Wochen hier vor BioNTech gestellt hat und am Ende des Tages, ja, es war ein bisschen wie damals, enteignet Springer, enteignet Sahin und gesagt, sollen die Lizenzen freigeben, innovationsfeindlicher, standortfeindlicher, wirtschaftsfeindlicher geht es nicht und auch da hätte ich mir einen klareren und entschiedeneren Widerspruch auch von denjenigen gewünscht, die hier in der Stadt Verantwortung tragen. Wir als CDU haben, glaube ich, hinreichend deutlich gemacht, dass wir diese Attacke auf ein Unternehmen, was sich hier aus guten Gründen für den Standort Marburg-Biedenkopf entschieden hat, nicht hinnehmen können und nicht hinnehmen wollen. Im Sinne der Beschäftigten, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Jetzt haben Sie auf meine Frage direkt zu den Kolleginnen und Kollegen gar nicht geantwortet. Frau Bastian, Sie dürfen erstens reagieren und zweitens würde ich gerne die Frage anschließen, was können Sie bzw. was kann die Gesellschaft für die Kolleginnen und Kollegen tun, die jetzt in dieser unsicheren Lage sind? Also zunächst mal muss man differenzieren, Herr Zacho, es gibt nicht die Wirtschaft, sondern es gibt die großen Konzerne, die großen Unternehmungen und da ist es ja schon gesagt worden, die Pharmaindustrie mag vielleicht sich an einer oder anderen Stelle gezwickt fühlen, aber die Pharmaindustrie steht gut da und gerade auch an diesem Standort sind ja die Gewinnmargen genannt worden. Wo ich sehr vorsichtig bin und wo ich sehr viel Hilfe für notwendig finde, das sind die kleinen Unternehmen, gerade in dieser Pandemiekrise, wenn uns dieser ganze Mittelstand wegbrechen sollte, der kleinen Geschäfte, der Restaurants, der kleinen Kulturbetriebe, der Solo-Selbstständigen vor allem, das ist ja eine riesige Gruppe, die oft gar nicht so recht gesehen wird. Dann fände ich das ganz fatal, dann fände ich das für unsere Gesellschaft auch fatal und bin der Meinung, dass wir da unbedingt Stützungsmaßnahmen und zwar breitere sogar noch geben müssen, gerade im Bereich der Solo-Selbstständigen, im künstlerischen Bereich, im journalistischen Bereich, da ist noch ganz viel zu tun und da, wenn Sie mit mir da auf die Straße gehen, dass wir sagen oder an einen Etat gehen und sagen, da muss ein Programm her, ein Wirtschaftsprogramm für diese Bereiche, bin ich sofort dabei. Wo ich nicht dabei bin, das ist, dass man den großen Unternehmen nicht auch, und ich sage es nochmal, als Kommune selbstbewusst gegenübertritt. Niemand will Arbeitsplätze gefährden, niemand täte das
und niemand hat das je auch von linker Seite getan. Arbeitsplätze wurden immer von den Konzernen übrigens selbst vernichtet und nicht von, auch nicht von Gewerkschaften und Beschäftigten, die ihre berechtigten Forderungen stellen. Was diese Forderung nach Freigabe der Lizenzen anbelangt, wundere ich mich. Das ist doch so eine ganz selbstverständliche Geschichte in meinen Augen. Dieser Konzern hat Hunderte von Milliarden an Steuermitteln bekommen und hat die, finde ich, für die Entwicklung und für die schnelle Entwicklung eines Impfstoffs, den wir alle brauchen, vielleicht sogar zurecht bekommen. Ich würde sagen, ja, zurecht bekommen. Aber diese öffentlichen Gelder, die werden doch nicht einfach verschenkt. Das ist doch nicht einfach eine Morgengabe, die man da bringen kann, sondern das ist eine Aufgabe, die für die Allgemeinheit verrichtet werden sollte. Und wenn sie für die Allgemeinheit ist, dann ist sie in der Gesellschaft für die Allgemeinheit und dann müssen auch mehrere Unternehmen die Lizenz haben. Und es ist auch ein globales Problem, was ich jetzt leider aufgrund der Kürze der Zeit nicht ausführen kann, aber gerne darauf zurückkäme. Es ist die Verantwortung, die auch diese Konzerne haben, die gerne öffentliche Gelder nehmen. Herr Spieß, Frage noch mal konkret. Was werden Sie für die Kolleginnen und Kollegen tun? Also der Pharma-Standort ist natürlich für Marburg von elementarer Bedeutung. Man muss an der Stelle im Blick haben, dass in den letzten Jahren 2000 neue Arbeitsplätze da entstanden sind. Also letzten 10, 15 Jahren. Aber immerhin, dass die nächsten 600 schon in Planung sind. Also der Standort wächst insgesamt und welche Effekte die Ansiedlung von BioNTech in Marburg haben wird, wissen wir noch gar nicht. Die sind ja sehr schnell hergekommen, haben sozusagen eine fertige Produktionsstätte übernommen und umgebaut und neue Zulassungen. Habe ich keinen Ton mehr? Doch, jetzt wieder. Okay, sorry. Und dann muss man BioNTech noch dazu nehmen, was das an zukünftiger Entwicklung auch unter dem Gesichtspunkt Arbeitsplätze bedeutet, wissen wir gar nicht. Das Angenehme ist ja, dass Pharmaindustrie mit viel Manpower und wenig sozusagen Material und wenig Bauwerken unglaubliche Werte produziert. Also wenn das Stahlindustrie wäre, die wird ja bis hinter Lahntal reichen. Ja? Die Relation muss man sich einfach mal klar machen. Impfstoff, 1 Million Impfdosen passt in einen Kleintransporter. Ja, das ist also was unheimlich Produktives. Wir sind da wirklich gesegnet. Deswegen haben wir auch im letzten Sommer mit großer Zustimmung im Stadtparlament den Masterplan für die zukünftige Entwicklung beschlossen, damit auch immer klar ist für die Standortzentralen, die solche Entscheidungen treffen und die weit von Marburg entfernt alle wesentlichen Entscheidungen für Marburg treffen, genau wissen, dass in Marburg die Struktur so ist, hier kann man weiter wachsen, hier kann man sich weiterentwickeln und das Ganze gut voranbringen. Dass es jetzt eine Umstrukturierung geben soll, eine Strukturveränderung geben soll, die möglicherweise eine dreistellige Zahl von Arbeitsplätzen kostet, bei der wir noch nicht wissen, ob das ohne betriebsbedingte Kündigungen zu managen ist, finde ich sehr bedauerlich und ärgerlich, zumal die Veränderungsprozesse am Standort ja sehr dynamisch sind und vielleicht ist es auch für das Klima hilfreich, mal durchzuatmen. Ich bin da sehr eng im Gespräch mit dem Geschäftsführer und auch mit den Betriebsräten, immer wenn am Standort was passiert. Ich glaube, das gehört zu den Kernaufgaben, sich darum zu kümmern. Wir schauen uns gerade an, um was für Arbeitsplätze in welchen Bereichen es geht und was wir als Stadt tun können, was die Arbeitsagentur tun kann, um damit Leute möglichst schnell wieder in Arbeit kommen, sofern es denn tatsächlich zu betriebsbedingten Kündigungen kommen muss. Wir sind aber nach allem, was ich bisher gehört habe, zuversichtlich, dass man das sehr, sehr glimpflich auffangen kann. Man ist auch bemüht, sozusagen unter den Standortunternehmen zu gucken, können Menschen wechseln. Wir haben da eine enge Kooperation und kann das jetzt 2 Tage, nachdem es sozusagen bekannt geworden ist, jetzt nicht den detaillierten Plan festlegen, zumal die Hauptaufgabe in den Unternehmen liegt. Wir sind da aber eng beisammen und alles, was wir dafür tun können als Stadt, um Übergänge zu erleichtern, machen wir. Das sind ja gesuchte Leute, das muss man sich immer klar machen. Ja, die,
das sind ja Leute, bei denen wir in der Region eher Mangel haben. Deshalb glaube ich, wir werden das gemeinsam in den Griff kriegen. Und wenn am Ende was bleibt, wo wir noch helfen können und müssen, dann tun wir das gerne. Aber so weit ist es noch nicht. Entschuldigung. Frau Bernshausen, 3000 Menschen, die um ihren Arbeitsplatz bangen, denen gesagt wurde, es sind, ihr kriegt in 3 Wochen Bescheid, welche sicher sind, welche nicht. Sehen wir sie auf der Straße oder sehen wir sie bei Aktivitäten dieser Kolleginnen und Kollegen? Also natürlich sind wir immer eng an den Menschen dran. Und das ist auch die Aufgabe von Politik. Und da gebe ich sowohl Frau Bastian als auch Herrn Zarro recht. Es geht in der Gesellschaft und in der Kommune nie darum, die eine Seite gegen die andere auszuspielen. So funktioniert das Miteinander nicht. Jeder hat seine Aufgabe und jeder hat auch seine Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit. Und da gebe ich auch Frau Bastian recht. Wir investieren ja auch sehr viel für den Standort, für Infrastrukturfragen, beteiligen uns da an Kosten. Und natürlich haben wir dann auch ein Interesse daran, eng im Gespräch mit der Geschäftsführung zu sein. Andererseits sind wir, das hat Thomas Spieß ja auch gesagt, sind wir auch daran interessiert, dass dort Arbeitsplätze erhalten werden, auch möglicherweise ausgebaut werden. So ist es ja auch eigentlich in der Planung. Und es ist auch so, Bekannte von mir arbeiten auch da oben, es ist tatsächlich so, das sind zum Teil wirklich sehr gefragte Arbeitskräfte. Und deswegen bin ich da schon optimistisch, dass man da auch Lösungen findet und die müssen auch gefunden werden, insbesondere wenn es auch um die Frage der Standorterweiterung geht. Also so spezialisierte Arbeitskräfte, das merkt man ja auch bei der Übernahme von Gebäuden, da bin ich ganz optimistisch, dass sich da was findet, aber da ist auf jeden Fall der Dialog das Entscheidende und ich gebe Frau Bastian auch bei einem Punkt recht, der bei dem Plädoyer von Herrn Zacho mir auch ein bisschen kurz kam, dass man eben Wirtschaft auch wirklich das ist ein sehr globales Thema und mir fehlt es dann auch häufig, also gerade als Grüne fühle ich mich auch immer ziemlich dicht dran eigentlich an der Wirtschaft, aber genauso an den Arbeitnehmern, weil ich da nie einen Widerspruch sehe und wenn ich mir Wirtschaft angucke, wie unterschiedlich und vielfältig die gerade in Marburg ist und wenn man das Gespräch mit den Menschen führt, die haben unterschiedliche Bedürfnisse, die man unterschiedlich erfüllen kann. Ein großer Standortfaktor ist einfach, dass wir als Universitätsstadt nicht nur infrastrukturell, sondern auch von der, ich sag mal, von den wie sagt man so, weichen Kriterien einfach gut aufgestellt sind. Unsere Aufgabe ist es, als Standort attraktiv zu sein, damit Menschen von anderen Enden der Welt auch, also die einfach Fachkräfte, die sich angucken, gehe ich da nach Marburg oder gehe ich woanders hin, entwickle ich den Standort weiter oder nicht, die suchen sich den Standort natürlich auch nach der Frage, habe ich ein gutes kulturelles Angebot, habe ich gute Kita-Plätze, also sind meine Kinder da gut aufgehoben, gibt es da gute Bildungsmöglichkeiten, wie ist die Ausstattung der Schulen, ein ganz Wunderpunkt. Wie ist die Digitalisierung eigentlich hier überhaupt, nicht nur an Schulen, sondern am Standort? Da gibt es auch noch vieles zu tun. Also da gibt es ganz viele Kriterien und das ist sowohl für denjenigen in der Oberstadt, der da seinen Laden betreibt, ein Wunderpunkt. Also wenn ich da mit dem Solo-Selbstständigen im Gespräch bin, der hat häufig genau die Kriterien und Anforderungen, also das ist gar nicht so weit auseinander und dass wir da ein Interesse daran haben und ich denke da auch gut unterwegs sind, auch mit unserem Programm, ich spreche ja jetzt mal gerade für die Grünen, also bin ich völlig optimistisch, ich bin an den Menschen dran, ich höre denen zu, das ist mir auch ganz wichtig und ich denke, dass wir da Lösungen für haben. War ja eine kurze Frage, die gestellt worden ist und da kann ich auch eine relativ kurze Antwort drauf geben. Was würde man für die Beschäftigten tun? Ich finde, dass in dem Bereich, und da bin ich ganz fest davon überzeugt, das genauso wichtig ist wie in anderen Bereichen, dass man da Gegenwehr entfalten muss, dass die Gewerkschaften da gefragt sind, dass die Gewerkschaften Unterstützung brauchen. Und ich nehme an, am 1. Mai wird das Thema ganz bestimmt eine Rolle spielen. Ich werde da auf dem Marktplatz sein und wenn vorher demonstriert wird gegen Arbeitsplatzabbau, dann bin ich sicher, da werden alle Linken dabei sein. Dankeschön, Herr Zacho. Du hattest vorhin gesagt, ich hätte keine Antwort auf die Frage gegeben, was mit den 3000 Arbeitsplätzen passiert. Ich glaube doch, denn wenn wir es schaffen, sozusagen gut aus der Krise rauszukommen, wenn wir es schaffen, gut rauszukommen, dann werden diese Arbeitsplätze dann sind die zu retten, entweder in den vorhandenen Strukturen oder aber auch sozusagen in anderen, wie es der Oberbürgermeister aufgezeigt hat, in anderen Betrieben des Standorts. Und ich glaube, das ist das Entscheidende.
Gegenwehr, Protest, das ist das eine. Auch eine Frage von Solidarität mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, das ist sicher wichtig und richtig. Aber am Ende des Tages ist doch das Entscheidende, die Wirtschaft muss laufen und dann entstehen auch Arbeitsplätze und dann können Arbeitsplätze gehalten werden. Und dann ist es das Entscheidende, dass die Unternehmen, das sind ja gerade da oben vor allen Dingen international agierende Unternehmen, dass die dann spüren, sie haben hier in der Stadt, in der ganzen Region einen Partner, sodass sie sich verlassen können. Es ist hier einfach besser als in Singapur, in Malaysia oder irgendwo in Amerika, weil hier hervorragende Menschen sind, weil hier eine hervorragende Kommunalpolitik ihnen zur Seite steht, weil tolle und engagierte Betriebsräte und Gewerkschaften zur Seite sind. Und das ist kann ein Alleinstellungsmerkmal unserer Region sein. Und auch, weil man schnell Antworten auf Fragen kriegt, wie ist die Verkehrsanbindung, wie kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieb, wie lange steht man in der Ketzerbach im Stau. Das ist, glaube ich, da dauern die Antworten in Marburg ein bisschen länger. Auch das ist nicht gut für unseren Standort. Und liebe Frau Bastian, an der Stelle noch einmal, Sie versuchen hier zu differenzieren in die große Wirtschaft, die ein bisschen böse ist und der man es nehmen kann, und die arme kleine Wirtschaft, mit der man sich solidarisieren kann. Das klingt ja auf den ersten Blick sympathisch, aber das funktioniert doch nicht. Es sind doch auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Bärigwerken, von den vermeintlich bösen großen Konzernen, die in der Oberstadt ihren Kaffee trinken, die im Kfz die Eintrittskarte lösen, die in der Waggonhalle am Kulturleben teilnehmen, die diesen Wirtschaftskreislauf in Gang bringen. Lassen Sie uns doch endlich mal von diesen 50 Jahre alten Diskussion über die böse Wirtschaft lösen und sagen, es gibt hier ein gemeinsames Bemühen für die Wirtschaft, der muss man auf Augenhöhe entgegentreten, ja? Aber auf Augenhöhe und mit einem positiven Signal und mit dem deutlichen Signal, Sie sind hier in dieser Region gewollt als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, dass Sie sich natürlich auch an Regeln halten müssen, dass es natürlich auch das eine oder andere gibt, was da einzuhalten ist. Ist doch glockenklar, aber es geht doch um das grundsätzliche Signal: Für unseren Wohlstand brauchen wir auch eine starke Wirtschaft, da brauchen wir starke Großunternehmen und starke Kleinunternehmen und vor allen Dingen Kleinunternehmen, die irgendwann auch mal zu Großunternehmen werden. Da brauchen wir aber auch sichere Beschäftigung. Auch das. Und sichere Löhne. Herr Spieß, ja. Sie wollen noch reagieren. Also, das wird mir jetzt dann doch an einer Stelle zu wirtschaftsfreundlich. Klar ist, wer kolossale Gewinne einfährt, da bin ich völlig bei dir, der kann nicht anschließend Arbeitsplätze abbauen. Da haben wir eine Haltung zu. Dass starke Gewerkschaften, aber bei diesen Unternehmen ja eben starke Gewerkschaften im internationalen Verbund. Die Entscheidungen werden ja nicht in Marburg getroffen, sondern die werden in Basel getroffen, die werden in Canberra getroffen, die werden in King of Prussia getroffen, über die Frage, wie Arbeitsplätze an diesem Standort sind. Dazu braucht es auch eine gewerkschaftliche Seite, die dem adäquat entgegensteht, weil vor Ort glaube ich, dass das nicht auf ungeteilte Zustimmung auf irgendeiner Ebene unseres Standorts bringen. Dass man da gemeinsam und eine klare Linie sagen muss, dass Unternehmen, die ordentliche Gewinne machen, nicht anschließend hingehen können und Arbeitsplätze abbauen, das ist, glaube ich, eine völlig unstrittige Frage. Für uns in der Region kommt es aber darauf an, dass wir es hinbekommen, dass die Leute, denen die möglicherweise tatsächlich arbeitslos werden, wenn denn tatsächlich Stellen so abgebaut werden, dass es über betriebsbedingte Kündigungen stattfindet, dass wir für die in der Region schnell neue Chancen haben. Das ist unsere Aufgabe kommunalpolitisch. Und ich glaube, da muss man genau differenzieren und muss gucken, wie man die grundsätzliche Frage klarstellt, aber auch den Dialog vor Ort hat. Und jetzt sage ich mal, wenn BioNTech so läuft, wie ich mir das wünschen würde, dann ist das Potenzial an Beschäftigten in den Aufgabenfeldern, mit denen wir im Moment bei CSL rechnen, da allemal nötig, um BioNTech so voranzubringen, wie wir uns das wünschen. Also ich glaube, dass wir in der Gesamtheit des Standortes die Beschäftigten keine Angst haben müssen, sondern dass wir in der Region so prosperierend sind, dass auch sowas aufgefangen werden kann. Das macht es für keinen besser. Ich möchte auch nicht in der Haut von jemandem stecken, der jetzt Angst hat, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Und die verdienen unsere ganze Solidarität und die verdienen die klare Aussage, dass die Kombination von Gewinnzuwächsen und Arbeitsplatzabbau eine ist, die wir nicht akzeptieren wollen. Ich glaube aber auch, dass wir vor Ort gucken müssen, dass wir die Struktur gemeinsam so voranbringen, dass am Ende tatsächlich für alle ein Arbeitsplatz da ist und alle hier möglichst nahtlos in Arbeit bleiben oder
in Arbeit an anderer Stelle übergehen können. Das ist unsere Aufgabe kommunal. Am 14. März ist Kommunalwahl. Geht dahin, nehmt an der Wahl teil. Kommunal ist eine wichtige Wahl. Es gibt Unterschiede zwischen den Parteien. Und es ist nicht egal. Kommunal ist nicht egal. Macht euer Kreuz, macht's ohne Haken. Es gibt wichtige Themen in Zukunft und Nazis haben dabei noch nie geholfen.